Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und in diesem Film geht es darum, dass die Hirnforschung so wunderbar bewiesen hat, dass wir selbst der Regisseur unseres Lebens sind. Und zwar das, was wir irgendwie schon ahnten und auch in manch anderem Zusammenhang für richtig erkannt haben, wurde jetzt sozusagen nochmal unterstrichen, dass die Art und Weise, wie wir unsere Möglichkeiten einschätzen, um etwas zu machen, zu erledigen, Einfluss darauf hat, was wir leisten können. Sprich, wenn wir schon gleich glauben, das kriege ich sowieso nicht hin, wird das Ergebnis anders sein, als wäre ja gelacht, das kriege ich ja locker hin. Wir haben das auch manchmal so beschrieben, dieses sich selbst Erfüllende, dieses schon glaube, was da kommt, dass es auch kommen wird, dass sich das so selbst erfüllen wird. Aber die Hirnforschung geht jetzt nochmal ganz anders ran und sagt, was da im Gehirn passiert und was da abgespeichert wird. Wenn wir zum Beispiel es tatsächlich nicht hinbekommen, ne? Ich bleibe manchmal bei diesen so ganz schönen, platten Beispielen, Frauen können nicht rückwärts einparken in eine Parklücke oder irgendwie so etwas, oder Mädchen können nicht Mathe und so, also gibt es ja so viele schöne, platte Beispiele. Und dann misslingt es tatsächlich, dann wird derjenige das als Beweis nehmen und sagen, ja, ich habe es doch gleich gewusst, ich kann das eben nicht, so. Und diese Nachricht wird auch ans Gehirn gegeben und da wird sozusagen so ein Buch zugeklappt. Aber wenn ich da rangehe und sage, wieso ist das jetzt gerade, ist ja komisch, mach ich eben nochmal oder so, probiere das nochmal zwei, dreimal, kommt eine ganz andere Nachricht am Gehirn an und da kann sich was entwickeln. Unser Gehirn ist ja so viel größer, also wir könnten 200 Jahre alt werden und würden die Kapazitäten nicht ausnutzen. Das finde ich unglaublich beruhigend, auch für ältere Menschen, die einfach dann denken, oh, ich muss viel Kreuzworträtsel machen, um das da oben aktiv zu halten. Ich kann es immer und jederzeit aktivieren. Und auch dieses Beispiel, ich habe vielleicht vor 10 Jahren mal etwas ganz toll gekonnt, und möchte das jetzt wieder machen, dann gehe ich in einem ganz anderen Bewusstsein daran und denke, ja klar, ich kann das ja, habe es ja immer gekonnt. Und das wird schon wieder ein anderes Ergebnis bringen, als wenn ich es mir neu erobern muss. Aber auch das ist möglich. Ich war auch ganz erstaunt zu lesen, dass ein IQ nicht lebenslänglich ist, sondern der kann wieder runtergehen und der kann hochgehen. Und diese Möglichkeiten zu haben, finde ich so unglaublich wichtig. Es sind ja auch diese negativen Glaubenssätze, die uns ausbremsen, da gehört ja ganz viel hinzu. Aber das nochmal bewiesen zu bekommen, dass es hier oben im Gehirn alles möglich ist, dass wir alle Fähigkeiten haben. Also ich wundere mich immer wieder, wie wir oftmals uns so schicksalsergeben fügen in etwas, was nicht klappen will. Und das ist der völlig falsche Ansatz. Wir geben da oben das falsche Signal hin, sondern wir sollten eher erstaunt gucken und sagen, hey, wieso will mir das nicht gelingen? Also probier es nochmal und nochmal und nochmal. Dann können wir ganz andere Sachen erreichen. Also wir sind selber der Regisseur in unserem Leben. Ist das nicht toll? Wir können alles machen, zu jeder Zeit, zu jedem Alter. Und auch das, was so aus Kulturkreisen rauskommt oder wie man glaubt, irgendwie was handhaben zu müssen oder so, kann alles über Bord geworfen werden, kann neu beginnen. Und dabei wünsche ich jetzt ganz viel Spaß und freue mich auf Ihre Kommentare und sage Tschüss.